So Freunde, heute ist Eventtag, der 5. Oktober um 20 Uhr. Heute beginnt das Mini-Event rund um den Kampf zwischen den Helden und Dr. Doom mit seiner Schmiede, oder in seiner Schmiede besser gesagt. Um 16.30 Uhr ungefähr, Freunde, beziehungsweise 16 Uhr war das, wurden die ersten zwei Event-Packs entschlüsselt, Freunde. Also Spoilergefahr wurde schon auf Social Media sehr, sehr, sehr hoch. Das waren Pack 1012 mit 14 MB ungefähr und Pack 1002 mit 18 MB ungefähr. Diese beherbergten Event-Vorbereitungs-Voicelines von Hope, Assets, die Event-Musik und Aufbau-Sound-Assets. Die Leaks haben also schon dafür gesprochen, dass dieses Mini-Event sehr, sehr, sehr groß sein wird. Aber die große Event-Hauptdatei, die ungefähr 146 MB groß war, war erstmal weiterhin verschlüsselt. Um 17 Uhr wurde dann das komplett entschlüsselt. Das heißt, 3 Stunden lang gab es riesige Spoiler-Gefahren auf Twitter. Um 19 Uhr wurde sogar die gesamte Cutscene geleakt, die wir im Mini-Event bekommen werden. Und aber abgesehen von den Event-Leaks hat der Newsfeed in-game tatsächlich bestätigt, wenn wir jetzt mal zu Lego Fortnite rüberspringen, dass wir zu Halloween einen neuen Lego-Pass bekommen, der gruselig sein wird. Um 18.20 Uhr ungefähr gab es dann einen Hotfix, der verhindert hat, dass KI-Bots nicht mehr beim ausgetrockneten See landen oder ihn betreten und dass Ausgrabungsstellen der Doom-Handlanger deaktiviert wurden. Und tatsächlich, wie auch die vorherigen Mini-Events, deswegen heißt es auch Mini-Event, weil ein Live-Event bekommt ja einen eigenen Modus, aber ein Mini-Event bekommt eben keinen eigenen Spielmodus, sondern findet in normalen Battle-Royale-Playlists statt und benutzerdefinierte Matchmaking-Codes, das heißt Custom-Games, werden weiterhin funktionieren. Serverprobleme fangen weiterhin an und während die ganzen Serverprobleme bei manchen anfingen und man gar nicht in die Warteschlange reinkommt, hat Fortnite den dritten und letzten Mini-Event-Teaser um 19 Uhr veröffentlicht, eine Stunde vor dem Live-Event namens Starks mobiles Arsenal wird aktiviert, wenn der Timer sich 0 nähert. Wir werden dabei eure Hilfe brauchen. Gleichzeitig um 19 Uhr wurde dann endlich die Doom-Insel deaktiviert, was vorher schon angekündigt wurde. Und von 19 Uhr bis 19.45 Uhr oder bis 20 Uhr wurden die Rissleuchtfeuer Stück für Stück aktiviert mit einem Visier, beziehungsweise mit einem Laser, mit einem roten Laser, der auf Dooms Schmiede gezeigt wurde, beziehungsweise ihn diese Schmiede anvisiert hat. Das heißt, alle 15 Minuten wurde dann ein Rissleuchtfeuer beim Countdown aktiviert. Alle 15 Minuten, 19 Uhr, 19.15 Uhr, 19.30 Uhr und 19.45 Uhr. Der letzte wird dann mit dem Mini-Event um 20 Uhr aktiviert, wo dann der ganze Spaß beginnt. Und kleiner Funfact, Freunde, die Rift-Beacons geben euch tatsächlich Feuerschaden, wenn ihr zu lange in ihnen seid. So, Freunde, das Event beginnt gleich und wir sind gerade bei 3,5 gleichzeitig spielenden Spielern und diese Spielerzahl steigt auch. Wir sehen hier 1,3 Millionen Spieler bei Battle Royale und ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein und schauen uns das ganze Spektakel mal an. So, Freunde, wir sind drinnen. Die Server sind extrem überlastet. Wir sehen noch den Countdown-Licht da hinten. Also der Hype ist wirklich groß, Freunde. Ich hoffe einfach nur, dass das Event mich nicht enttäuscht. Okay, es passiert. Okay, Freunde, das letzte Leuchtfeuer wurde aktiviert. Oha. Oh mein Gott! Achtung, Einschlag! Oh oh. Das ist die Cutscene. Ey, nein! Ich dachte kurz Absturz, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der riesig! Heilige! Ich hab Gänsehaut. Jones! Nein! Was? Ey, ich wollte schon sagen. Oh. Die hat ihn getroffen. Deswegen dieser Leak auch. Was? Ist das geil? Okay, 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 okay. Wir müssen jetzt Doom bekämpfen, Freunde. Mit der gesamten Community. Ah, und hier sind auch die Helden. Wer ist das?
Das ist Jones. Captain Jones. Shalverine. Gwenpool. Oh mein Gott, was passiert hier? Das sind denn die auch noch Mini-Event? Krass. Freunde, wir müssen aufpassen und uns Vorräte sammeln. Ihr seht, wie sein Auge leuchtet, Freunde. Er wurde stark getroffen von oben. Oh, 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 oh. Kriegt er auch Schaden? Das ist das beste Mini-Event bisher, allein wegen dem Doom. Mich haltet ihr nicht mehr auf. Das werden wir noch sehen. Freunde, er ist gigantisch. Alter, 30, 40 Meter oder so. Krass. Oh, man wird weggesteuert. Oh, oh. Oh, oh. Ja, einmal bitte schnell, ich habe keine Munition mehr. Laut den Leaks, Freunde, hat Dr. Doom als Boss. Oh, was denn? Wir haben Loot Drops oder so. Oh shit. Laut Leaks, Freunde, hat der Boss 2 Trillionen HP oder so. Also ich erinnere mich nicht ganz genau an den Leak, aber das ist schon krass. Das ist schon echt schwer, den zu stoppen. Okay, Vorräte sind bereit, sagt Hope. Wo müssen wir hin? Ah, da, durch die Rifts. Okay, okay, okay. Stark tun, Stark tun. Wir sind drinnen, wir sind drinnen, wir sind drinnen. Ich werde euch alle vernichten. Aber, wenn wir jetzt eine neue Runde starten, Freunde, dann ist Doom immer noch hier und funktioniert als massives, als massiver Boss-Battle. Er hat sogar ein eigenes Icon auf der Karte und demnach gehe ich davon aus, dass es mehrere Stunden dauern wird, um Doom zu besiegen, denn unser gesamter Schaden von der Community weltweit wird gerade gezählt. Also könnte das wirklich eine Weile dauern, bis dieser Kampf zu Ende ist. Das ist ja das Mini-Event quasi. Oh, wir sehen schon, er struggelt ein wenig. Also Freunde, so wie ich erfahren habe, es ist ein massiver Boss-Battle, der über mehrere Stunden andauern wird, bis eben der Balken auf null ist und Doom besiegt wurde. Dann gibt es eine kleine Sequenz, wo Doom weggeriftet wird und dann ist das Event auch beendet tatsächlich. Also mehr passiert auch momentan nicht. Ihr habt in der Mitte der Karte jetzt einen neuen Boss quasi, wo einige NPCs spawnen, Captain Jones, Shalverine und Gwenpool, und wo dann auch hier Beute abgeworfen wird. Alle paar Minuten gibt es dann hier neue Stark- und Avengers-Truhen, genauso wie allgemein neue Beute, also Munition, damit ihr gegen ihn kämpfen könnt. Hier ist auch der Schaden an Teammitgliedern, an Gegnern meine ich, gering. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen meiner Eventrunde so ist oder ob das in anderen Runden auch so ist, wenn man in der Mitte der Karte ist. Ja, jetzt haben wir für einige Stunden jede Menge zu tun, um Doom zu bekämpfen. Schließlich ist er ja wirklich, wirklich mächtig. Und Freunde, ja, man kann in dieser Runde tatsächlich sterben. Wie zum Beispiel ich hier gerade, Freunde. Man bekommt zwar weniger Schaden, aber das heißt nicht, dass man nicht eliminiert werden kann. Also die Runde funktioniert weiterhin genauso. So, Freunde, mitten im Event wurde dann auch eine neue Story-Quest aktiviert. Als Belohnung bekommt ihr 10.000 XP und einen Ladebildschirm, der diese Woche in die Dateien hinzugefügt wurde. Ihr könnt das bis zum Ende der Season abschließen. Da jetzt der große Dr. Doom-Boss in der Mitte der Karte nicht aktiv ist, könnt ihr auch 100 Schaden an den Doom-Bot in Castle Doom anrichten, um diesen Auftrag zu erledigen. Und ansonsten, Freunde, hat Epic Games auch die Event-Cutscene veröffentlicht auf Social Media. Dann wurde ungefähr 40 Minuten nach dem Mini-Event der Schaden, den weltweit alle Spieler in allen Runden an Doom machen in der Mitte der Karte, erhöht. Und dadurch sollte er wirklich sehr, sehr schnell besiegt werden, weil das war einfach wirklich zu viel für Epic Games anscheinend. Und als dann seine HP anfing, weniger als 30% zu sein, fing seine Rüstung an der Brust, an den Schultern und an den Armen an kaputt zu gehen. Bis dann schließlich bei einem Event, wo über 5,7 Millionen Spieler gleichzeitig dabei waren,
er besiegt wurde. Als Schleifengänger ihm dann den Rest gegeben haben, Freunde, drehte sich Life das letzte Riss durch Feuer und teleportierte ihn mit einem erzeugten Riss weg. Sein beschädigter Helm fiel dabei als neue Map-Änderung auf den ausgetrockneten See als Erinnerung an dieses Event, Freunde. Und ansonsten ist hier nochmal die Live-Sequenz als Ende von diesem Mini-Event quasi, wie er weggeriftet wird in Realität 616, wo er herkommt. Und man sieht sogar, wie der Riss tatsächlich seine Rüstung so sehr beschädigt oder einfach aus der Rüstung die absorbierte Energie der Büchse der Pandora entzieht, weil eben die Anziehungskraft einfach so stark ist, dass eben auch Doom der Kraft nicht widerstehen kann. Und Freunde, tatsächlich, während dieser Schockwelle im Event, ganz am Anfang tatsächlich, wurden 3 von 5 Rissleuchtfeuern überall auf der Karte hinweggeschleudert und dabei auch beschädigt. Jetzt haben sie eine Fehlfunktion und dadurch sickert eine andere Halloween-Realität auf die Insel hindurch. An 3 benannten Orten, einmal Brawler's Battleground, Restored Reels und Grand Glacier. Das sieht man an den Kürbissen und an dem Boden, der sich verändert. Man sieht also Gras, der von einer anderen Realität auf diese Insel eben durch ihre Rissenergie kommt. Und ein Rissleuchtfeuer wurde dabei komplett zerstört, deswegen sieht man das auch gar nicht auf der Insel. Und ein anderes Rissleuchtfeuer wurde dabei umgedreht und befindet sich immer noch auf dem Hügel über dem ausgetrockneten See. Und zur Erinnerung, Freunde, wie schon der Leak vor einigen Tagen, die Orte, an denen diese Leuchtfeuer jetzt sind, werden die benannten Orte sein, die für Halloween geändert werden mit neuen Map-Änderungen. Und es wird sogar noch 6 weitere Orientierungspunkte auf der Insel geben, die ebenso Halloween-Map-Änderungen haben werden. Freunde, das war's mit dem Mini-Event am 5. Oktober um 20 Uhr. Was sagt ihr dazu? Seid ihr enttäuscht oder war das gut? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Was bleibt aber jetzt noch uns übrig zum Übergang für Chapter 2 OG? Warum reisen wir wieder in der Zeit zurück oder kommt Chapter 2 vielleicht zu uns? Wer weiß, Freunde, wird das eine parallele Realität sein? Wir haben keine Ahnung, aber wir haben noch 4 Wochen ohne Dr. Doom, der Hauptantagonist von dieser Season, der Bösewicht von dieser Season, ist jetzt einfach wieder zurück in Realität 616. Das heißt, vielleicht wird Mephisto, sein größter Erzfeind, diese Rolle übernehmen in den nächsten Wochen bis Chapter 2 OG, um den Übergang auch zu Chapter 2 OG zu bringen. Aber momentan haben wir das Ziel der Season erreicht. Und was jetzt nächstes mit Fortnite März 2024 kommt, wird eben auch die nächste Season mit sich bringen. Danke fürs Einschalten. Über ein Abo würde ich mich freuen. Euch noch ein schönes restliches Wochenende und ciao.